Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Studierende, liebe Gäste, ich heiße Sie herzlich willkommen zur 6. Ausgabe der Augstein Lectures an der Universität Hamburg. Auch im Namen von Volker Lilienthal, der heute leider erkrankt ist und den ich deshalb vertreten darf. Mein Name ist Janis Frech, ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter hier und freue mich sehr, unsere heutige Rednerin begrüßen zu dürfen, Dr. Melanie Ammann, die stellvertretende Chefredakteurin des Spiegel. Ebenfalls begrüßen möchte ich auch Anna Augstein. Sie ist die Vorstandsvorsitzende der Rudolf-Augstein-Stiftung, unserer Kooperationspartnerin, die diese Veranstaltung mit möglich macht. Und nun übergebe ich an den Moderator des heutigen Abends, Oliver Nofke. Er ist Alumnus unseres Masterstudiengangs Journalistik und Kommunikationswissenschaft und festfreier Reporter und Redakteur für den RBB. Wir kennen uns aber auch schon aus längst vergangenen gemeinsamen Zeiten beim Stern. Olli, the stage is yours. Hallo, guten Abend, liebe Studierenden und liebe Gäste. Qualitätsjournalismus in Zeiten von Rechtspopulismus und Desinformation. Als ich den Titel gelesen habe, habe ich mich sofort an eine meiner ersten Vorlesungen hier am Institut erinnert. Das war so ungefähr im Sommersemester 2010. Es ging ziemlich heiß her. Es wurde debattiert über Thilo Sarrazin. Damals tingelte der damals noch SPD-Politiker. Natürlich, ich kann gerne lauter sprechen. Damals tingelte der damals auch noch SPD-Politiker durch die Presse und durch die Fernseh-Talkshows. Er spricht über Kopftuchmädchen und über jüdische Gene. Er überschreitet Grenzen, sagt Dinge, die lange unsagbar waren. Er selbst nennt es Wahrheiten, die sonst keiner aussprechen will. Was soll das, fragt einer im Seminar, einer aus der Mitte, das geht doch gar nicht. Er spricht aus, was viele denken, wendet eine Kommilitonin ein. Sie kommt wie ich aus dem Osten. Und ich befürchte, sie hat recht. Die Sozialdemokraten werden bald genug haben und Sarrazin rausschmeißen, sagt schließlich jemand. Doch das dauert noch 10 Jahre. Sarrazins Interviewtour ist damals irgendwann zur Werbetour gekommen für sein Buch Deutschland schafft sich ab. Darin formte er Thesen, Allgemeinsätze über ganze Gruppen, unterfüttert mit Fakten, die aber nicht immer das ganze volle Bild zeigen. Das Buch wird trotzdem ein Kassenschlager, verkauft sich mehr als 1 Million Mal und es bereitet den Weg für die Gründung der AfD, schreibt die Journalistin Melanie Ammann 2017 in ihrem Buch Angst für Deutschland. Heute ist die AfD in fast allen Landesparlamenten, hat sich im Bundestag etabliert. Ihre Umfragewerte sind aktuell wieder auf dem Höhenflug. Anders als Sarrazin verzichten die Rechtspopulisten oftmals auf Fakten. Sie sprechen Gefühle an. Wut, Misstrauen, Angst. Wie sollen wir damit umgehen als Journalistinnen und Journalisten? Wie spricht, fragt und schreibt man über Politik, die auf Emotionen abzielt? Melanie Ammann setzt sich seit Jahren mit diesen Fragen auseinander. Erst für die FAZ und die FAS, seit 2013 für den Spiegel. 2018 wurde sie für ihre Arbeit vom Medium-Magazin zur Politikjournalistin des Jahres gewählt. Und heute wird sie hier über dieses Thema sprechen. Ich freue mich sehr, die stellvertretende Chefredakteurin des Spiegel hier vorstellen zu dürfen. Herzlich willkommen, Dr. Melanie Ammann. Guten Abend. Ich hoffe, Sie können mich hören. Bitte winken Sie, falls nicht. Vielen Dank für die freundliche Einführung, Herr Nofke. Vielen Dank, Herr Frech. Sehr schade, dass Herr Professor Lilienthal nicht da sein kann, dem ich nochmal speziell danken wollte für diese Veranstaltungsreihe. Und danken möchte ich auch Anna Augstein für die Rudolf-Augstein-Stiftung und Stefanie Reuter, die auch nicht da sein kann. Irgendwie kann keiner da sein heute Abend, aber Sie sind da und das ist großartig. Und ich freue mich sehr darüber, wenn ich so in den Saal schaue, dann ist das Publikum noch
einen Tick jünger sogar als das, die Spiegelleserschaft, glaube ich. Und das gibt mir Hoffnung, dass wir uns in die Richtung auch weiterentwickeln. Sagen, was ist, dieses Jahr steht für mich tatsächlich im Zeichen von Rudolf Augstein, von unserem Gründer, mit dem ich mich, muss ich gestehen, eigentlich erst in diesem Jahr so richtig intensiv beschäftigt habe, wofür er stand, wer er als Mensch war, was er uns beim Spiegel hinterlassen hat, was von ihm bleibt, was wir annehmen von ihm, was wir vielleicht kritisch reflektieren. Und das Interessante ist, dass mich aber, seit ich beim Spiegel bin, ich immer wieder konfrontiert bin damit, dass mir Leute sagen, wie Rudolf Augstein wohl den Spiegel von heute fände. Da habe ich mal ein paar Beispiele mitgebracht. Ich weiß nicht, ob ich hier jetzt einfach nur drauf tippen muss. Ja, ich habe gestern mal das zusammengesucht, was ich in meinem Computerarchiv hatte. Ich habe immer mal wieder, wenn etwas mit Augstein war, also wenn ich so einen Tweet oder so etwas gesehen habe, habe ich das immer gespeichert bei mir, weil ich dachte, wer weiß, ob man das nicht nochmal braucht eines Tages. Und weiß nicht, ob man das alles lesen kann, aber ich finde es interessant, dass vor allem von Leuten, die dem Spiegel kritisch gesonnen sind, immer wieder Augstein als Projektionsfläche, als Zeuge dafür genommen wird, was wir alles falsch machen würden und warum sich der Spiegel ganz weit entfernt hat von den Idealen von unseres Gründers. Rudolf Augstein würde im Grabe rotieren, er würde sich im Grabe umdrehen. Das ist eigentlich die Formulierung, die ich am meisten habe. Die wird mir auch in unzähligen E-Mails wieder immer wieder um die Ohren gehauen. Und ja, ich habe mich jetzt bei der Vorbereitung dieses Vortrags schon gefragt, ist das eigentlich so? Und wir werden es wahrscheinlich nie erfahren. Die Einzige, die das vielleicht hier beantworten könnte, aber die darf ja nicht reden, ist Frau Augstein. Vielleicht hätte die da die einzige Antwort darauf, die halbwegs fundiert wäre. Aber ich finde, zum 100. Geburtstag ist das schon ein Anlass, sich mit den Prinzipien und Positionen von Augstein und was sie für uns bedeuten in diesen schwierigen Zeiten auseinanderzusetzen. Ich finde, dass uns das bisher ganz gut gelungen ist. Wir hatten ja eine vierteilige Serie über sein Leben im Spiegel veröffentlicht. Und ich glaube, dass wir wirklich im besten augsteinschen Sinne von sagen, was ist, ihn beschrieben haben, wie er war, und seine Positionen beschrieben haben, wie sie waren. Was war er für ein Mensch? Er war ein neugieriger Mensch, ein rebellischer Mensch. Er war ein Pionier seiner Zeit. Ich glaube, nicht nur der Spiegel verdankt ihm alles, sondern auch Deutschland verdankt ihm viel. Unser demokratisches Medienwesen verdankt ihm viel. Wenn ich jetzt zu seinem Jubiläum diese alten Videos wieder gesehen habe, diese Filmaufnahmen, wo Studentinnen und Studenten wie hier im Saal demonstriert haben für den Spiegel und gesagt haben, Spiegel tot, Freiheit tot. Das hat schon, einerseits war es ein schönes Gefühl, andererseits war es etwas deprimierend auch, weil ich mich gefragt habe, würden die Leute heute nochmal für den Spiegel demonstrieren? Ich würde es ungern auf die Probe stellen wollen, aber ich weiß es nicht und ich kann es nur hoffen. Und das ist uns natürlich umso mehr Ansporn, den Spiegel so zu machen, dass nicht nur wir für ihn kämpfen würden, sondern auch die Öffentlichkeit. Als ich mich vorbereitet habe, sagte mein Mann zu mir, hätte der Augstein dich eigentlich auch eingestellt, hätte der dich eigentlich auch befördert, hätte der dich zur Chefredakteurin gemacht? Weiß ich nicht. Hätten wir ähnliche Vorstellungen gehabt, habe ich mich gefragt, wie man den Spiegel als Leitmedium in Deutschland führen soll, wie man eine Redaktion führen soll, wie man in der Redaktion diskutieren soll und welche Schwerpunkte ein Medium wie der Spiegel publizistisch setzen soll. Ich weiß nicht, ob wir immer da auf einer Linie gewesen wären. Manche dieser Fragen lassen sich wirklich nur schwer beantworten und sie führen mich zu dem Schluss, und das ist mir zur Einleitung wirklich ganz wichtig, dass Vorsicht geboten ist, eine historische Figur wie Augstein, und das ist er, ist eine historische Figur, einfach mit ihren Meinungen und Positionen zu Lebzeiten zu transplantieren in die Gegenwart. Und das ist, glaube ich, der Denkfehler, den die Leute machen, die sie hier abgebildet sehen. Einige von ihnen eigentlich Demokraten, würde ich sagen, andere
am Rande des demokratischen Spektrums. Aber ich glaube, alle unterliegen dem Denkfehler, dass man den Augstein, dass Augstein irgendwie so denkt wie man selber. Oder dass Augstein so jemand ist, den man, der Prinzipien hat, die auch eins zu eins heute noch die wären, die damals bestanden. Ich meine, noch nicht mal eine lebende historische Figur wie Thomas Gottschalk findet sich in der heutigen Welt zurecht. Vielleicht, wer weiß, vielleicht wäre Rudolf Augstein, fände er das super, was wir machen. Ich hoffe es. Und ich wäre auf jeden Fall zurückhaltend, auch ihn immer nur an den Positionen von damals zu messen. Und ich glaube nicht, dass er sich im Grabe rumdrehen würde. Trotzdem ist alles, was ich heute sage, definitiv in der Hinsicht eine Ammann-Lecture und keine Augstein-Lecture. Und ich denke, der zentrale Punkt ist dieses Diktum von ihm, unter dem die gesamte Vorlesungsreihe steht, sagen, was ist, das gilt immer noch. Das ist unsere Verpflichtung, das hängt im Spiegelatrium in großen Lettern an der Wand. Und das ist nicht nur ein leeres Wort, sondern es ist schon etwas, ich glaube, dass es jeden, der da jeden Tag dran vorbeigeht, dass die Leute das sehen und das auch verinnerlichen. Und das etwas ist, worauf der Spiegel stolz ist, worauf wir stolz sind. Der Kopjeweit hat es bei unserer Feierstunde gesagt, wir sind stolz, diesen Gründer zu haben. Und es ist ein Privileg. Und Augstein war es auch so wichtig, dass er dieses Diktum mehrmals verwendet hat in Essays. Und was das heute für uns bedeutet in dieser schwierigen Zeit, dazu habe ich heute 3 Thesen für Sie mitgebracht. Ja. Ich habe für diese Veranstaltung meine allererste PowerPoint-Präsentation gemacht. Gerade pünktlich zu dem Zeitpunkt, wo man das eigentlich nicht mehr können muss, weil die künstliche Intelligenz es einem abnimmt. Insofern ist das besser spät als nie, würde ich sagen. Meine erste These lautet, sagen, was ist, aber dabei auch gehört werden. Wir haben ja bei dieser Ringvorlesung, ich habe mir die Vorträge der anderen Referenten und Referentinnen angehört und da hatten wir ja schon viele Facetten dieses Themas. Isabel Shayani hat über Empathie in der Berichterstattung gesprochen, Nicole Digmann und Anton Trojanowski haben über Anfeindungen und Repressionen aus deutscher und internationaler Sicht gesprochen. Albrecht von Lucke und Wolfgang Blau haben über die Perspektiven und die Haltung der Qualitätsmedien auf zum Beispiel die Klimakrise oder die Rechtspopulisten referiert. Deswegen möchte ich jetzt ungern, ich möchte die Aufmerksamkeit von Ihnen lenken auf einen Aspekt meines Themas, auf die Herausforderung für den Qualitätsjournalismus in einer ganz bestimmten Hinsicht, nämlich die Herausforderung, überhaupt noch gelesen, gehört und gesehen zu werden. Das ist für mich eine oft unterbelichtete zentrale Funktion. Wir können noch so guten Journalismus machen, wenn dieser Journalismus die Leute nicht erreicht. Also sagen, was ist, ja, aber was, wenn keiner zuhört, was du sagst? Und wie gelingt es uns, dass wir da zuhören können? Es wird ja immer wieder viel gesagt über den Vertrauensbruch der Leute zu den Qualitätsmedien. Die Lage ist da tatsächlich, wenn man sich die wissenschaftliche Untersuchung der Lage anschaut, gar nicht so verzweifelt. Ich habe mir diese Mainzer Langzeitstudie Medienvertrauen vom vergangenen Jahr angeschaut und im Jahr 2022, also immerhin im Jahr des Ukraine-Krieges und in der Endphase der Pandemie, ist zwar das Vertrauen der Bevölkerung, schreiben diese Forscherinnen und Forscher, leicht gesunken, liegt aber immer noch auf höherem Niveau als vor der Pandemie. Das finde ich erstmal ermutigend. Das gilt eigentlich nicht für die Öffentlich-Rechtlichen. Die haben da nicht gut abgeschnitten. Aber ich habe mich gefragt, was sind die Faktoren, dass die Leute sich abwenden und was ist das, wie kann man dieses Sagen, was ist, trotzdem noch zu ihnen bringen? Die Faktoren sind natürlich alternative Medien, die Social-Media-Power der Populisten. Also das heißt, das ist schon ein Faktor, wenn über dich und über also dich als Journalist Diskreditierendes verbreitet wird. Dazu hat ja Nicole Digmann sehr viel berichtet, wenn du sozusagen mit einem konsequenten Trommelfeuer aus falschen, irreführenden Hot Takes sozusagen aus dem populistischen Lager begleitet wirst und dadurch, dass eben doch viele Menschen Nachrichten über soziale Medien aufnehmen, ist die
ist es natürlich umso schwerer für die klassischen Medien dagegen anzukommen. Der zweite Punkt ist dann eben die selektive Wahrnehmung vieler Leserinnen und Leser, die natürlich auch daran liegt, dass du über Social Media wird dir ausgespielt, was du lesen möchtest. Es wird dir verstärkt das ausgespielt, was du likest. Und es ist mir schon mehrmals passiert im Umgang mit der AfD, dass ich Mails von AfD-Anhängern bekommen habe, die sagen, warum berichten Sie nicht endlich über dieses Thema? Warum schreiben Sie immer nur gegen die AfD? Warum berichten Sie nicht über diesen oder jenen Missstand? Und dann stelle ich fest, dass es dabei um Missstände geht, die der Spiegel teilweise selbst aufgedeckt hat. Also das ist schon kurios, dass sozusagen bei den Leuten nicht ankommt, dass unsere investigative Arbeit echte Skandale zutage fördert, auch Skandale des politischen Gegners der AfD, Skandale im demokratischen Spektrum. Aber es wird eben allenfalls in der Rezeption durch die eigenen Leute wird die Nachricht wahrgenommen. Dann glaube ich, ein ganz wichtiger Faktor ist, dass, weil es so eine, anders als zu Augsteins Zeiten, so eine unglaubliche Bandbreite, ein unglaublich großes Angebot an Informationen gibt, ob jetzt seriös oder an den Haaren herbeigezogen, das führt natürlich dazu, dass die Leute das nicht mehr ihre Informationen abholen bei uns, sondern dass sie abgeholt werden wollen. Wir müssen dahin gehen, wo die Leserinnen und die Leser sind. Und das tun wir vielleicht im Moment noch zu wenig. Und ein wichtiger weiterer Faktor ist, dass die Toleranz für, wie soll man sagen, kommunikative Verstöße, ich glaube, man kann sie so nennen, auch Aggressionen oder was bei den Leuten so empfunden wird, kommunikative Fehler nicht mehr verziehen wird. Da gibt es wirklich null Toleranz mittlerweile und da sehe ich auch den Spiegel selber durchaus selbstkritisch. An dem Cover rechts mit Frauke Petri war ich beteiligt. Das war eine Titelgeschichte, meine erste Titelgeschichte, die ich für den Spiegel hauptamtlich geschrieben habe. Und da sieht man eben Frauke Petri vor dem Nürnberger Reichsparteitagsgelände. Ich würde schon sagen, dass sie eine Populistin ist, aber sie, und der Mann dahinter, den kann man vielleicht sogar zu Recht vor dieses Gelände stellen, aber sie war eben damals, zu diesem Zeitpunkt, war das ein Vergleich, der rückblickend, muss ich sagen, nicht fair war und wo wir vielleicht unnötig uns in dem Milieu, das damals noch halbwegs gemäßigt war, der AfD, da haben wir wahnsinnig viel emotionale Verletzung und Wut und Ablehnung angerichtet. Und ich weiß nicht, ob das wirklich ein kluger Weg war. Das andere Cover mit dem Ossi habe ich jetzt mal dazu genommen als ein Beispiel, was auch nicht verziehen wird, was aber in dem Fall, glaube ich, gar nicht so gemeint war. Es war eher so mit einem Augenzwinkern gedacht. So, der Text jeweils dazu, das gilt für beide Geschichten. Bei der einen bin ich natürlich befangen, aber bei der anderen kann ich das ganz unbefangen sagen. Der Text dazu ist ein sehr kluger, sensibler, erkenntnisreicher Text, würde ich sagen. Oder so kann man wirklich einiges draus ziehen. Aber durch diese Optik und weil zu der damaligen Zeit, weiß nicht, ob sich jemand noch erinnert, dieser Wutbürger mit dem Anglerhut durch die Landschaft stolperte und durch Social Media stolperte. Deswegen haben wir diese Optik aufgegriffen. Das hat, glaube ich, bei vielen Ostdeutschen, selber bin klassischer Wessi, hat da eine richtige Empörung erzeugt und hat auch einen Bruch erzeugt. Ich weiß noch, ich war bei vielen AfD-Veranstaltungen im Osten. Muss man natürlich immer bei AfD-Veranstaltungen gucken, die sind generell sauer auf die Medien. Aber es gab schon auch Leute, die mir da gesagt haben, der Spiegel verhöhnt die Ostdeutschen. Und das muss man annehmen. Und ich weiß auch, Thomas Thuma, mein früherer Kollege im Wirtschaftsressort des Spiegel, hat einen beißenden Bericht geschrieben über den MDR und wie der die ostdeutsche Seele behandelt. Das war auch kurz nachdem ich zum Spiegel gekommen bin. Und ich fand das zwar unglaublich witzig damals, als ich es gelesen habe. Dieser Text ist wirklich zum Totlachen, können Sie mal sich anschauen. Aber er ist eigentlich auch nicht zum Totlachen, weil er natürlich sich, weil er eben die Ostdeutschen verhöhnt auf gewisse Weise und das Programm, das für sie, das sie abholen soll von den Öffentlich-Rechtlichen, auch lächerlich macht. Und stand vielleicht dem Spiegel rückblickend auch nicht so gut zu Gesicht. Also das sind alles Faktoren, die dazu führen, dass Leute uns nicht mehr zuhören. Es gibt natürlich viele andere, auf die wir weniger Einfluss haben, aber ich habe versucht, die rauszusuchen, auf die wir Einfluss haben. Was kann man also tun, um die Leute zu erreichen, dass sie uns noch zuhören?
Das Wichtigste ist erstmal, den guten Journalismus weiterzumachen. Das ist natürlich, man muss noch immer sagen, was ist. Also die Lösung kann nicht so sein, sagen, was das Volk hören will oder sagen, jetzt dann nur noch positive Artikel über Ostdeutschland zu schreiben. Das ist nicht der Sinn der Sache. Aber wir müssen uns, glaube ich, besinnen, für wen wir schreiben wollen und für wen wir tatsächlich schreiben, wen wir erreichen und wen wir noch erreichen wollen. Zu Spiegel Online-Zeiten haben mir Kollegen erzählt, hingen bei uns oben im Newsroom hingen so Bilder von verschiedenen Lesertypen, die wir erreichen wollten. Also die junge Frau oder die junge alleinerziehende Mutter, der Student, der, weiß nicht, 60-jährige Ingenieur oder es gab halt so verschiedene Typen, die da so tatsächlich auch gemalt, gezeichnet, abgebildet waren. Die hingen im Newsroom, damit wir immer, ohne es zu sagen, das mit dem alten Fokus-Motto immer an die Leser denken, damit wir im Kopf haben, für wen schreiben wir eigentlich und welcher unserer Artikel ist für wen gedacht. Und ich habe mich schon gefragt, ob man das nicht wiederbeleben müsste, ob wir uns nochmal fragen müssten, für wen schreiben wir eigentlich, wer ist, wen haben wir vor Augen, wenn wir Spiegelberichte schreiben? Haben wir vielleicht nur uns selbst vor Augen? Oder müssten wir nicht breiter denken? Und natürlich, was folgt dann daraus für die Art der Berichterstattung? Also nicht nur, und wir müssen uns nicht nur fragen, für wen schreiben wir, sondern auch, wer schreibt hier eigentlich? Wer sind wir? Also die Redaktion muss, finde ich, auf gewisse Weise die Gesellschaft widerspiegeln. Und tut sie das im Moment? Ich weiß nicht, wer von Ihnen den Festakt zu 100 Jahre Augstein verfolgt hat. Da war eine Referentin, Esra Karakaya hieß sie. Sie ist eine junge muslimische Influencerin. Sie hat eine koreanische Mutter und einen türkischen Vater und hat uns ziemlich hart den Spiegel vorgehalten, mit welchem weißen, männlichen, alten Publikum sie da konfrontiert ist. Und wir sind zwar eine, würde ich sagen, relativ junge Redaktion, aber ich glaube, das müssen wir schon annehmen, dass wir die Vielfalt, die in Deutschland mittlerweile in der Gesellschaft herrscht, in unserer Redaktion nicht unbedingt abbilden. Und das hat natürlich Folgen für die Berichterstattung. Und das müssen wir uns einfach klar machen. Wenn wir die Leute, insbesondere die jüngeren Leute, erreichen wollen, müssen wir auch für diese Leute schreiben. Und zwar müssen wir auch Leute haben, die überhaupt erst auf die Idee kommen, was die Geschichten sind, was die Ansprache ist, die diese Leute haben wollen und dieses Publikum haben will. Und was mir aber dabei ganz wichtig ist, ist, und das hat auch Esra Karakaya gesagt, Leute, denkt nicht, dass das heißt, ihr müsst Abstriche an eurer Qualität machen. Sie hat uns da so ein bisschen auf die Schippe genommen, meinte so, ja, ich weiß schon, ihr denkt jetzt, wenn wir für den Enrico schreiben oder so, dann müssen wir ein bisschen handfester sein, ein bisschen schlichter die Themen, ein bisschen einfacher aufbereiten. So ist es nicht, sondern ist die Lebenswelt möglichst vieler gesellschaftlicher Gruppen wieder zu spiegeln, heißt nicht, sozusagen nach dem Prinzip, wie heißt es in diesem Lied, spiel mal mit den Schmuddelkindern oder spiel nicht mit den Schmuddelkindern. Das ist, darum geht es nicht, sondern es geht darum, dass wir uns öffnen für Perspektiven und dass überhaupt es Leute in der Redaktion gibt, die diese Perspektive haben. Wir haben deshalb auch eine Kooperation mit der Deutschlandstiftung Integration jetzt begonnen, die uns junge, talentierte Journalistinnen und Journalisten, Nachwuchsleute, helfen soll, sie zu finden, weil es ist ja so, dass die oft gar nicht zu uns kommen. Die kommen vielleicht auch aus Desinteresse nicht oder weil sie sich nicht willkommen fühlen. Sie kommen aber auch nicht, weil sie vielleicht auch nicht auf die Idee kommen, dass sie erwünscht sind, weil sie es sich nicht leisten können, weil sie, ja, oder weil sie auch nicht, ja, denken, der Spiegel ist auch nicht ein Medium, wo ich mich wohlfühle. Es ist ja doch ein Beruf, ich weiß nicht, wie viele von Ihnen den hier ergreifen wollen oder schon ergriffen haben. Es ist ja irgendwie auch ein Beruf, der sehr stark mit persönlicher Erfüllung verbunden ist. Also wir Journalisten reden uns vielleicht auch ein, dass es mehr ist als in anderen Branchen, aber es ist ja doch ein bisschen auch ein idealistischer Beruf. Und wenn du das Gefühl hast, du bist da nicht willkommen, dann willst du da eben auch nicht anfangen. Und das ist etwas, was wir ändern möchten. Trotzdem, das heißt nicht, die Marke zu verwässern, das heißt nicht, sagen, was ist, über Bord zu werfen, das heißt auch nicht, falsche Versprechungen zu machen, zum Beispiel in Social Media. Also auf Instagram folgen uns 2 Millionen Leute und wir haben schon den Anspruch, denen nicht nur zu präsentieren, die Stories, wo wir denken, das ist jetzt für junge Leute interessant, sondern wir wollen auch die harten politischen Geschichten, die ja auch für junge Leute interessant sind, die Enthüllungen, die Skandale, die auch eben nicht nur für ein älteres, biodeutsches, männliches Publikum irgendwie attraktiv sind. Das wollen die anderen Leute ja auch wissen, denken wir immer. Das heißt, es muss einen Weg geben, diese Inhalte sozusagen zu verbreiten und auch nicht so eine künstliche
sondern künstliche Diversität herzustellen, wenn wir über zum Beispiel das Kabinett von Olaf Scholz schreiben oder wenn wir über das Kanzleramt als Machtzentrum schreiben, dann haben wir es über eine Institution zu tun, die von Männern in erster Linie geführt wird. Oder wenn wir über die FDP schreiben, dann ist das eine Partei, die vor allem männliche Akteure hat. Und dann ist es halt absurd, sozusagen auf Krampf zu versuchen, da jetzt noch eine Frau oder einen migrantischen Menschen irgendwie zu suchen, über den man eine Geschichte erzählen kann. Das funktioniert nicht. Man muss die Welt so abbilden, wie sie ist. Auch das ist Sagen, was ist, im Sinne von Rudolf Augstein. Und ich bin eher dafür, dass wir die Erzählweise ändern, dass wir unsere Perspektive auf die Themen ändern. Also, dass wir anders klingen, dass wir eben ohne Gehässigkeit auskommen, dass wir mit mehr Neugier und mehr Offenheit in die Geschichten rangehen oder dass wir uns auch überlegen, wo setzen wir Schwerpunkte, was lassen wir vielleicht weg? Ist jede Geschichte, politische Geschichte, die Geschichte eines Machtkampfs? Also muss sie so auf die alte Spiegelart erzählt werden, der gegen den und wer hat über wen triumphiert oder sonst was? Aber das, vielleicht kann man ja auch einfach mal gucken, wer sind die Leute, die Veränderungen wirklich vorantreiben in den Parteien und in der Gesellschaft. Und ich denke, dass das ist ein langsamer Prozess. Für viele klingt es jetzt vielleicht reichlich abstrakt, was ich hier sage. Aber es ist für uns schon, denke ich, die zentrale Herausforderung. So. Die zweite These ist, dass Sagen, was ist, gilt nicht nur nach außen. Also gilt nicht nur in unserer journalistischen Arbeit, sondern das Sagen, was ist, muss auch in der Redaktion aufgegriffen, reflektiert werden. Es genügt nicht, externen Angriffen und Herausforderungen des Populismus die Stirn zu bieten, sondern die Redaktionsleitungen müssen die dazugehörigen Debatten intern reflektieren, moderieren und vielleicht auch über eine neue Art der Zusammenarbeit in unseren Häusern nachdenken. Was meine ich damit? Es gibt klassische Konfliktlinien in Medienhäusern. Es ist ja immer so dieses Klischee, das ist jetzt ein linkes Medium, das ist ein rechtes Medium. Meiner Meinung nach und meiner Erfahrung nach war das noch nie so. Ich war 7 Jahre bei der FAZ in der Wirtschaftsredaktion und habe dort viele Debatten erlebt, die vielleicht die Außenwelt überrascht hätten, dass dort auch wirklich eine durchaus, wie soll man sagen, streitbare Kultur herrschte und dass da nicht alle irgendwie gleichförmig entweder FDP-Wähler, weil sie in der Wirtschaftsredaktion sind oder CDU-Wähler, weil sie in der Politikredaktion sind. Das ist lange vorbei. Diese politischen Lagerkämpfe gab es schon immer und es war immer die Herausforderung für eine Redaktionsleitung, eine Chefredaktion, das aufzugreifen, zu moderieren und zu verhindern, dass der Laden auseinanderfliegt. Es ist aber jetzt noch was anderes dazu gekommen. Ich finde schon auch, dass zwischen den Generationen mittlerweile ein unterschiedliches Verständnis davon besteht, wie Journalismus betrieben werden soll. Und ich habe 2 Beispiele mitgebracht. Ich möchte jetzt auch nicht zu viel ins Detail gehen, weil es da auch um geschützte Räume geht bei uns in der Redaktion, aber ich dachte, es ist für Sie vielleicht interessant und es ist für die Botschaft, die ich für Sie heute Abend mitbringen möchte, wichtig. Es ist mir wichtig, das zu beschreiben, dass es zum Beispiel eine große Debatte gab über unsere Titelgeschichte mit den Flüchtlingen, mit der Menschenschlange, die sich da über die Insel sozusagen schlängelt bis zu dem Boot, wo die Menschen aufs Festland gebracht werden sollen. Für dieses Cover wurden wir massiv angegriffen, wurden sehr kritisiert, dass wir sozusagen mit gesichtslosen Menschen Angst wecken vor dem unbekannten Flüchtling, vor dem schwarzen Mann, der kommt und unseren Wohlstand bedroht. Und es ist interessant, weil ich selber an diesem Cover beteiligt war, an der Gestaltung. Und tatsächlich unterschätzt habe, dass es sehr viele Leute auch unserer klassischen Leserschaft gibt, die diese Wahrnehmung haben. Und ich habe das persönlich gar nicht so wahrgenommen. Ich dachte, es ist doch gut, wenn wir ein Titelbild haben, wo wir nicht einem entkräfteten, weinenden, vielleicht Geflüchteten, der mit seinen letzten Habseligkeiten da sozusagen sitzt am Strand und das mit Ach und Krachen nur noch sein Leben retten konnte und dass wir das quasi auf unser Cover machen und so anprangern. Ich finde das immer, es hat was Voyeuristisches, auf diese Weise journalistisch zu arbeiten. Und trotzdem, und das ist der Punkt, den ich heute hier Ihnen mitbringen möchte, gab es bei uns eine sehr intensive Debatte in der Redaktion auch durchaus nach Altersgruppen geteilt,
wie das rezipiert wurde. Und da waren durchaus die Jüngeren ein bisschen gegen die Älteren gestellt und es gab eine ziemlich erhitzte Debatte darum. Und ich glaube, dass für eine Redaktionsleitung, in dem Fall für mich persönlich, war das überraschend, ehrlich gesagt, in der Intensität. Und es wirft Fragen auf, müssen wir nicht vielleicht uns die Gruppen, die dieses Titelbild gestalten, anders zusammensetzen? Müssen wir Leute rein, sind die richtig zusammengesetzt? Ist die Redaktion darin richtig abgebildet? Hätte man zum Beispiel jemanden aus dem Social Media Team, das ja meistens jüngere Leute sind, dazu holen sollen, die vielleicht auch dann Alarm schlagen und sagen, sag mal, was macht ihr denn da? Das geht doch so nicht. Oder hätte man sozusagen bei der grafischen Gestaltung bei den Leuten, hätte man da die sozusagen älter, jünger anders zusammensetzen sollen? Also ich finde, das sind Themen, die wir, ich weiß nicht, ob es die in der Schärfe bei anderen Medien auch gibt, aber ich glaube, das ist eine Verantwortung, die wir haben und das hat auch mit Sagen, was ist, zu tun, weil was wir nach außen sagen, was ist, soll ja, damit sollte sich ja jeder wohlfühlen können, der für den Spiegel arbeitet. Und ich weiß nicht, ob uns das zurzeit immer gelingt, aber ich möchte, dass es uns gelingt. Und vielleicht muss ich mir da mehr Gedanken drüber machen, als ich einen Rudolf Augstein machen musste zu seiner Zeit. Beispiel Scholz-Cover. Es gab eine interessante Debatte darüber, soll man diese Aussage von ihm, war es richtig, die auf das Cover zu machen, weil das ja eigentlich unredlich ist, diese Forderung von ihm. Denn wenn es so leicht wäre, Menschen, abgesehen davon, dass sich viele gestört haben an der Aussage, im großen Stil abschieben, dass man das als unmenschlich empfunden hat, gab es auch so die Aussage, das kann er doch sowieso nicht machen. Also es ist letztlich eine populistische, der AfD in die Hände spielende, sozusagen ein Versprechen und eine Forderung, der nie Konsequenzen folgen werden und die letztlich nur die Debatte auf eine ganz ungute, sozusagen rechte Bahn führt und wir sind das Transportmittel dafür, dass der Kanzler seinen Populismus ausbreiten kann. Und müsste man nicht noch ein Stück dazustellen, dass also zu dem Interview, das wir mit Scholz geführt haben, hätte man da nicht noch ein erklärendes Stück hinzustellen müssen, das auch noch erklärt, warum diese Aussage falsch und schlecht ist. Und das ist auch eine Debatte, die man als Redaktion, glaube ich, heute anders aushalten muss als früher, könnte ich mir vorstellen, und die auch viel mit Sagen, was ist, zu tun hat, weil, also nach meiner persönlichen Position war es richtig, diese Aussage zu zeigen, weil das ist ja eine Botschaft, wenn Scholz die setzen will, die wird erstmal Konsequenzen haben müssen, an der wird er gemessen werden. Und wenn wir ihn im Gespräch haben, im Interview, dann müssen wir seine Aussage kritisch hinterfragen, ihn konfrontieren damit, fragen, wie wollen Sie das denn schaffen? Und dann muss dieses Gespräch aber auch für sich stehen. Dann ist es auch nicht, für mich persönlich, keine gute Idee, ihn dann in einem Begleittext nochmal zu belehren, warum das alles Quatsch ist. Dafür haben wir ja das Gespräch, dafür sind wir im Kanzleramt, dafür sind die Kollegen Dirk Kurpiewicz und Christoph Hegmann da hingegangen, haben ihn konfrontiert. Und ja, aber das ist sozusagen, um Ihnen zu illustrieren, welche Art von Debatten bei uns in der Redaktion stattfinden. Und letztlich lässt sich diese Debatte sehr oft runterbrechen auf, ja, wie aktivistisch dürfen wir sein? Wie sehr sollen wir uns der guten Sache verschreiben? Oder dem, was wir für die gute Sache halten? Und darf eine, soll man sagen, unangenehme, hässliche, harte, populistische vielleicht Aussage, soll ein Medium wie der Spiegel dir auf den Titel bringen, weil es eine Nachricht ist, weil es unsere Nachricht ist, weil der Kanzler das uns gesagt hat und wir das bekannt machen? Ist das Sagen, was ist? Oder ist das Sagen, was man lieber nicht sagen sollte? Das sind, glaube ich, Debatten, die man heute in den Redaktionen ganz anders führt. Oft läuft das auch unter dem Label, wem bieten wir eine Bühne? Und bieten wir zum Beispiel jemandem von der AfD eine Bühne? Da gab es ja dieses Stern-Cover mit Alice Weidel, wo ich sagen kann, das hätten wir zum Beispiel nicht gemacht. Also da bin ich mir ganz sicher, da bin ich mir auch einig mit unserem Chefredakteur Dirk Kurpiewicz, dass wir das nicht gemacht hätten. Wir hätten nicht sozusagen ihr die Möglichkeit gegeben, als unser Covergirl am Kiosk zu liegen. Weil auf der Titelseite des Spiegel zu sein, ist schon etwas Besonderes und da kommt nicht jeder hin und schon gar nicht als Interviewpartner mit einem schönen Porträt. Aber das ist sozusagen, um Ihnen zu illustrieren, welche Konflikte es gibt und was das in unserer Diskussion, das Sagen, was ist eben auch die Diskussionskultur, wie sagt man es bei den eigenen Leuten, wie redet man mit den eigenen Leuten darunter. Und das ist, glaube ich, ein Thema, das noch nicht für unsere Zunft, aber auf jeden Fall für unser Medium noch nicht geklärt ist. Aber das macht es auch spannend und das macht es auch für mich
irgendwie immer wieder, ja, ist auch eine schöne Erfahrung, wenn man dann merkt, dass sich Leute zu Wort melden, die, also wie ich mich früher nicht getraut hätte, mich zu Wort zu melden. Als ich erst ein Jahr oder zwei Jahre beim Spiegel war, da wurde die Debatte noch sehr geprägt von den Platzhirschen und sozusagen der Kuchen sprach und die Krümel hatten Pause. Und das ist bei uns nicht mehr so. Und diese Art von Streit und diese Art von Konflikt ist, glaube ich, auch eine positive Entwicklung im Sinne von sagen, was ist. These 3, sagen, was ist, auch wenn die Falschen profitieren. Ich bin fest überzeugt davon, dass die Herausforderungen, mit denen wir konfrontiert sind, die Herausforderungen des Populismus und der Desinformation, nicht dazu führen dürfen, dass wir unsere journalistischen Standards, so wie sie schon von Augstein geprägt wurden und so wie wir sie heute weiter betreiben, insbesondere was die Nähe und Distanz zur Politik angeht, dass wir die über Bord werfen sollen oder auch nur zu viele Abstriche machen. Denn man muss ja sagen, dass die Falschen profitieren, also dass vielleicht auch die AfD von einem Bericht profitiert, den wir machen, von einer kritischen Headline, von einem scharfen Cover, das ist ja nicht das Ziel dieser Berichterstattung und es ist auch nie der Haupteffekt dieser Berichterstattung, sondern wenn wir berichten, dass die Grünen es nicht schaffen, eine Wärmepumpe in ihre eigenen Parteizentrale einzubauen, dann ist das Sagen, was ist. Dann lacht zwar auch die AfD drüber, dann lacht auch die CDU darüber, aber in erster Linie geht es darum, die Schwierigkeiten zu zeigen, die sich bei dieser Wärmewende ergeben. Und ich bin fest davon überzeugt, dass man nicht sozusagen von dem Nebeneffekt auf den Haupteffekt schließen kann. Der Haupteffekt ist Information und der Haupteffekt ist das Bemühen um Neutralität und das Abstandnehmen von Kampagne, aber eben nicht aus der Sorge, wer könnte davon profitieren, jetzt die Guten zu schonen. Also sozusagen, um die Populisten zu bekämpfen, die Guten zu schonen. Das halte ich für eine ganz, ganz schwierige Haltung. Das Gute ist, dass Augstein immer im Zweifel was gesagt hat zu solchen Themen, auf die man sich dann ein bisschen berufen kann. Meine erste Erkenntnis mit der Beschäftigung mit ihm war, dass damals zu seiner Zeit die Distanz zur Politik kleiner war als heute. Also ich glaube, dass in der Bonner Republik ganz besonders und auch in der später sogar noch in der Berliner Republik es ein viel engeres Verhältnis der Journalisten zur Politik gab. Also wenn ich sehe, was es da gab, private Übernachtungen von Politikern im Haus von Journalisten, wenn sie den Zug verpasst haben oder so, gemeinsame Abendessen, machen wir heute auch noch, aber ganz viel Duzen, ganz viel gemeinsames Saufen. Also das war damals schon irgendwie noch eine andere Kultur, aus der sich heute, wie ich finde, eine gute Distanz ergeben hat. Also ich habe gelesen, dass Helmut Schmidt damals noch diesen Titel bedingt abwehrbereit vor der Veröffentlichung lesen durfte. Der wurde ihm vorbeigebracht. So kenntnishalber auch, damit er sagen konnte, konnte er auch Anmerkungen anbringen, wo er glaubte, das stimmte irgendwie was nicht und dem Hinweis ist man dann nochmal nachgegangen. Das wäre heute undenkbar. Also man würde vielleicht jemanden wie Helmut Schmidt als Informanten oder als Quelle treffen. Man würde den interviewen in einem Hintergrundgespräch, würde sagen, was hast du denn für Informationen? Nicht du, was haben Sie denn für Informationen zu diesem Thema? Und das würde dann einfließen in den Bericht. Aber dass man jemandem eine Geschichte oder den Entwurf einer Geschichte gibt und sagt, was sagen Sie denn dazu? Wissen Sie da vielleicht noch mehr drüber? Also mein Eindruck ist, dass die Distanz, dass eigentlich es eine gesunde, vielleicht sogar teilweise übergroße Distanz gibt zwischen Medien und Politik und dass das unter dem Strich eine gute Entwicklung ist und dass es dabei auch bleiben sollte. Das möchte ich besonders, das ist echt so lustig, jetzt merke ich auch, wie meine PowerPoint-Versuche dieses Layout von den Spiegeltiteln etwas ruiniert haben, aber ich glaube, Operation Wärmepumpe kann man noch lesen. Wir wurden massiv kritisiert von vielen Lesern und Leserinnen für diesen Habeck-Titel, weil wir gesagt haben, ihr macht jetzt Stimmung wie die Bild-Zeitung. Die Bild-Zeitung prügelt auf Robert Habeck ein und jetzt macht ihr noch einen Titel, wo der auch wie so ein trauriger Monteur neben seiner Wärmepumpe sitzt und die nicht an die Wand kriegt. Und das ist doch gemein und damit helft ihr den Populisten. Jetzt ist es aber so, bei so einem Thema wie dem Heizungsgesetz, es ist einfach ein politisches Thema, bei dem
ein Minister an die Grenzen seines Könnens geraten ist und an die Grenzen der politischen Gestaltungsmacht und wo innerhalb der Koalition ein Konflikt war, der von uns Medien gar nicht groß befeuert werden musste und auch nicht groß befeuert wurde, weil die sich einfach von selber so gestritten haben. Also bei der Bild-Zeitung, da würde ich nochmal sagen, die hatte da eine unangenehme Sonderrolle in diesem Thema, aber für uns als Spiegel, dass wir das begleiten und dass wir diesen Zustand beschreiben, auch wenn vielleicht die eine oder der andere sagt, eigentlich wünschen wir doch Robert Habeck alles Gute für diese Reform, damit die Klimakrise bekämpft werden kann, zumindest im Gebäudesektor. Das kann für uns kein Faktor sein, nicht seine traurige Lage zu beschreiben oder nicht auch mit der üblichen Spiegel-Titelbild leichten Schärfe diese Situation zu beschreiben. Weil damit setzen wir aus meiner Sicht auch unsere Glaubwürdigkeit aufs Spiel. Das Gleiche gilt für den Titel über Olaf Scholz, habe ich jetzt sozusagen als neuestes Beispiel mitgebracht, Absturz eines Besserwissers. Da haben uns jetzt auch schon seit Erscheinen viele Nachrichten erreicht, so, ja, jetzt haut ihr auch noch auf die drauf und jetzt helft ihr auch noch der CDU und helft dem Merz. Jetzt hat Friedrich Merz es heute in seiner Antwort auf Scholz' Regierungserklärung erwähnt. Ich weiß nicht, ob das hier, wer das mitbekommen hat. Merz hat diese Coverzeile zitiert, Absturz eines Besserwissers, hat gesagt, das ist auch genau die richtige Art, das zu sagen, das ist absolut treffend. Und du sitzt da und denkst so, ich wollte das jetzt eigentlich nicht machen, damit sich Friedrich Merz freut. Und dieser Titel ist nicht für Friedrich Merz gedacht, der ist nicht dafür gedacht, dass die CDU nochmal ein, zwei Umfragepunkte dazu gewinnt. Und das ist das, was ich am Anfang meinte mit Haupteffekt und Nebeneffekt. Uns geht es darum, die Lage von Olaf Scholz zu beschreiben. Und dann müssen wir auch hart sein und ehrlich sein, so wie das geboten ist. Und dann finde ich, wenn man sich dann so davon treiben lässt, ja, aber das hilft dann vielleicht der Gegenseite oder das hilft den Falschen, wäre nicht meine Position. Was spricht noch dagegen, die Demokraten zu schonen? Ich hatte den Eindruck, dass Albrecht von Lucke das in seiner letzten Lecture so ein bisschen angedeutet hat, jetzt seid doch mal nicht so böse zu denen. Vielleicht, wenn er jetzt hier wäre, würde er sagen, so habe ich das gar nicht gemeint. Aber ich muss sagen, also zumindest für mich ist klar, es geht um Kontrolle von Regierungsmacht. Und auch wenn die Guten regieren, aber Mist bauen, dann ist das auch unsere Aufgabe, das zu zeigen. Also wir können jetzt nicht anfangen, auf die Machtlosen, aber noch Machtlosen, aber Gefährlichen einzudreschen und dadurch die Netten mal machen zu lassen, weil sie nett sind und gut auf der richtigen Seite stehen und die richtigen Anliegen haben. Das ist, finde ich, da würde sich Augstein vielleicht wirklich im Grabe rumdrehen. Und das gilt ja auch für sein Diktum im Zweifel links, was man ja meistens außerhalb des Kontextes liest, dass kein Petitum dafür ist, dass wir eine linke Redaktion sein sollen, sondern wenn man die Wahl hat zwischen sozusagen dem aus Augsteins Sicht undemokratischen, damals Straußschen Kurs, dann sind wir im Zweifel links. So, so habe ich seine Worte verstanden und das wird leider immer übersehen im Kontext, sondern das führt einfach dazu, dass viele immer noch Spiegeljournalisten als linke Journalisten sehen. Und wenn sie sich dem Geiste Augsteins verpflichtet fühlen, das halte ich halt wirklich für falsch. So, weiterer Punkt, die Kommunikation müssen die Regierenden schon noch selber hinkriegen. Bei Reisen von Olaf Scholz hört man oft von ihm abends so off the record sozusagen den Appell, ja, warum berichtet ihr das denn nicht so? Und warum? Es ist doch völlig klar, dass ihr wisst doch genau, wie das gemeint ist und ihr wisst doch genau, dass das unser Anliegen ist und ihr seid unredlich, weil ihr über dies nicht berichtet und über das nicht berichtet und so, wo ich immer denke so, du hast ein Bundespresseamt, in dem hunderte Menschen arbeiten für dich. Du hast einen Regierungssprecher mit einem Riesenstab und 50 Social-Media-Leuten. Ist es wirklich unser Job jetzt auch noch sozusagen die Kommunikation der Regierung zu unterstützen? Also wenn du das nicht hinkriegst, wenn ihr das in den Ministerien nicht hinbekommt, wir machen das nicht für euch. Und wie ich es vorhin andeutete, es gibt immer einen Augstein-Satz, der da passt. There is always a tweet and there is always an Augstein-Satz. Der Journalist, hat er gesagt, hat nicht das Mandat, Wahlen zu gewinnen und Parteien zu promovieren. Je größer der Konzern, desto schwerer begreift das der Presselord. Das ist übrigens eine Passage, die bei unserer Augsteinfeier von Matthias Döpfner vorgelesen wurde. So ein bisschen ironisch, weil er eigentlich genau das auch getan hat. Nämlich, dass sich darum bemüht hat, die FDP zu befördern.
vor der Bundestagswahl oder mit der Bildzeitung, please stärke die FDP. Aber das hat er dann selber sogar vorgelesen. Vielleicht hat er es selber verstanden oder er wollte uns einfach nur ärgern und provozieren. Aber Klammer zu. Weiter im Text mit dem Augstein-Zitat. Der Journalist gerät auf die Verliererstraße, wenn er versucht, Kanzler und Minister zu machen, große oder kleine Koalitionen zu begünstigen, kurz, wenn er der Versuchung erliegt, Politik treiben zu wollen. Und ich möchte dem jetzt noch einen Halbsatz hinzufügen, weil ich ja Augstein nicht mehr wehren kann. Und das gilt auch für gute Politik. Wir sollen auch nicht gute Politik machen. Sagen, was ist, heißt auch nicht zu sagen, weil uns der Klimawandel oder die Klimakrise bis ins Mark trifft und wir uns Sorgen machen um den Planeten, ist es trotzdem nicht unsere Aufgabe, strauchelnde Klimapolitiker, Leute, die irgendwie alles, die scheitern beim Versuch, das Klima zu retten, zu schützen oder zu stützen. In Meinungsartikeln können wir das machen. Und es ist vielleicht auch geboten, das in Meinungsartikeln zu machen. Da ist es dann sagen, was ist, sagen, was ich will oder sagen, was ich meine, sagen, wovon ich überzeugt bin, was richtig ist. Aber wenn es einfach darum geht, zu begleiten, was Politik macht, da wäre ich dann eher oldschool. Aber was können wir ändern? Ich möchte uns jetzt auch nicht so leicht vom Haken lassen. Das vielleicht zum Abschluss noch. De Kropiwait hat einen sehr klugen Essay geschrieben über was sagen, was ist heute noch für uns bedeutet. Und er hat gesagt, wir sollten auch sagen, was gut ist. Das heißt, womit der Spiegel sich sehr zurückhält, ist mit Lob. Das gilt intern wie extern. Also wir sind keine Publikation, die sich lange auffällt mit Bravo, auffällt mit Worten wie, das war jetzt mal richtig, das war jetzt mal toll, sondern meistens schauen wir, wo gibt es das Nächste zu kritisieren. Das ist vielleicht auch so in der DNA der Spiegeljournalistinnen und des Spiegeljournalisten drin. Aber das ist, dass man vielleicht auch anerkennt, was gut läuft oder anerkennt, was welches Anliegen richtig ist oder das in der Berichterstattung betont. Damit kann ich sehr gut leben. Und sagen, was ist, bedeutet als nächsten Punkt auch nicht sagen, was nicht der Rede wert ist. Und da möchte ich zum Beispiel Albrecht von Lucke zustimmen. Die Frage ist, muss ein Medium wirklich destruktive Wortbeiträge auch noch befördern oder also unwichtige populistische Sprüche auch noch endlos weiter verbreiten? Also von Lucke hatte dieses Beispiel mit Günter Jauch, der bei Maischberger gesagt hatte, diese Koalition, das ist eine Resterampe. Und das war dann Titelseite und Aufmacher bei Bild. Ist das eine Nachricht, die die Titelseite verdient? Da würde ich sagen, nein. Das wäre bei uns allerdings auch beim Spiegel Titelgeschichte sowieso nicht auf dem Cover, aber auch nicht HP1, wie wir das nennen, also Top-Thema auf unserer Seite. Und wir haben uns zum Beispiel bei der AfD schon sehr früh, als ich noch AfD-Reporterin war, darauf geeinigt, dass wir zum Beispiel als Beatrix von Storch noch jede Woche auffiel mit irgendeinem unsäglichen Tweet, in dem sie irgendwelche populistischen Sprüche geklopft hat. Das waren immer garantierte Klickgranaten, wenn wir darüber berichtet haben. Und das haben wir irgendwann abgestellt. Wir haben gesagt, wir machen nicht mehr unseren täglichen Storch-Tweet, sozusagen wir berichten darüber einfach nicht mehr, weil wir das Einzige, was wir dadurch erreichen, ist, dass wir die sozusagen Sendereichweite dieser Frau verbreiten. Das heißt, das meine ich damit, wenn ich sage, nicht sagen, was nicht der Rede wert ist. Ich denke, das wäre auch im Sinne Rudolf Augsteins und natürlich hart hinschauen bei den Populisten. Wenn Alice Weidel sagt, ich kann leider nicht zum Tag der Deutschen Einheit kommen und zu unserer Populisten-Rally nach Mödlareuth, weil ich bin an einem sicheren Ort und ich werde furchtbar bedroht. Tatsächlich ist sie aber auf Mallorca, dann kann man das bei uns lesen. Oder die Finanzen der AfD, die Kontakte nach Russland, die Unterwanderung. Also ich glaube, es gibt wenige Medien, die Populisten so hart anfassen wie wir. Und von Titelgeschichten bis zu kleinen Nachrichten, großen Nachrichten, harten Analysen, das ist, denke ich, sozusagen niemand hätte bei uns etwas dagegen, sozusagen der AfD, die AfD so zu behandeln, wie sie es verdient. Und trotzdem unter dem, nie mit dem, muss man sagen, aus einem Gefühl der Rache heraus oder aus einem aktivistischen Gefühl heraus, sondern einfach sagen, was ist. Die Kandidaten der AfD haben über ihre Abschlüsse betrogen. Sie bereichern sich. Sie lassen sich von den Chinesen sponsoren. Also das ist alles Mögliche, alles Geschichten und Recherchen, die bei uns gelaufen sind oder laufen. Und ich denke, in der Hinsicht
kann der Spiegel auch ein gutes Gewissen haben. Und der letzte Punkt, der mir nochmal besonders wichtig ist, ist in der Herausforderung durch die Populisten und in der Herausforderung durch Desinformation halte ich es schon für wichtig, dass sich demokratische, gemäßigte Medien auch solidarisch zueinander zeigen. Also wir sind ein starkes Haus, wir sind ein großes Haus, wir halten viel aus. Aber es gibt lokal Kolleginnen und Kollegen. Und es gibt auch Kolleginnen und Kollegen bei den Öffentlich-Rechtlichen, die sehr darunter leiden, wie sie angefeindet werden, alleine weil sie bei den Öffentlich-Rechtlichen sind. Und ich sehe da gerade eine sehr ungute Entwicklung. Man hat vorhin das Bild von unserem Ex-Kollegen Gabor Steingart gesehen. Ich könnte jetzt auch Kollegen von der Welt hinzufügen, Kollegen von der Neuen Zürcher Zeitung, wo ich manchmal das Gefühl habe, dass die ein Geschäftsmodell haben, das auch basiert darauf, andere Medien schlecht zu machen. Kommt zu uns, weil bei uns lest ihr den anderen Blick, das ganze Bild und solchen Schwachsinn, weil die anderen sind alle auf dem rechten Auge blind und sind sozusagen auf dem linken Auge blind und sind linksgrün versifft und lassen sich sozusagen schwärmen die Grünen an. Und da ist so eine, wie soll man sagen, so eine Profilierung auf Kosten des Wettbewerbers. Das ist sozusagen in einem normalen Wettbewerb immer noch erlaubt und legitim, finde ich. Also man darf schon, es soll ein gesundes Konkurrenzverhältnis unter Medien herrschen. Aber ich habe den Eindruck seit einiger Zeit, dass das ins Destruktive kippt und ins Diffamierende kippt. Und da würde ich wirklich sagen, das ist das Mittel, wo wirklich demokratische Medienöffentlichkeit kippen kann und wo wir letztlich, wir sitzen alle in einem Boot, wir arbeiten alle mit legitimen Mitteln. Manche arbeiten vielleicht exzellent wie wir und andere arbeiten sehr gut. Aber wir sind schon, denke ich, alle, wir wollen alle sagen, was ist. Und wir wollen alle eine gute Berichterstattung, eine gute Information für die Leute da draußen. Und das setzt voraus, dass wir einander auch respektieren, auch innerhalb unserer Branche. Und nicht versuchen, irgendwie das Geschäft mit Klicks oder mit der Empörung des Publikums gegeneinander oder übereinander, über verschiedene Medienkonkurrenten, die man hat, zu fördern. Und da würde ich mir einfach wünschen, dass da die Solidarität etwas stärker wird. Vielen Dank.